Wunderbar. Meine Sippe ist hier und die Zeit ist gekommen. Dieses sengende Feuer. Es birgt das Rituals Versprechen. Hallo? Tanz mit mir, mein Freund. Das Publikum wartet. Zeige ihnen, dass du einer Hauptrolle würdig bist. Ich mag seine Textboxen, die sind voll im Charakter drin, aber ich habe Angst, dass er mich jetzt verprügeln möchte. Es klingt sehr stark danach. Aber wenn er es tut, dann bitte mit guter Musik. Hätte ich ihm schlagen? Drill! Okay. 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 Hilfe? Der ist schnell. Mhm. Ja, macht der ein oder zwei Maskenschaden? Ich glaube, eine. Was war das? Wieso ist er gerade so komisch gekrabbelt? Ist nur nach hinten gedodged. Ich springe aber auch gerade in alles rein, aber ich muss erstmal überhaupt gucken, was er da eigentlich gerade tut. Ich frage mich gerade noch, wann ich ihn treffen soll. Das ist so die größte Frage. Also, dass man gegen Grimm kämpfen kann, wusste ich. Wo ist meine Seele eigentlich? Wahrscheinlich immer Raum davor. Okay. Also Grimm, ne, an sich ist, denke ich, recht bekannt, dass der im zweiten DLC auch zu bekämpfen ist nach seiner Quest. Finde ich aber auch eigentlich ziemlich cool, dass man gegen ihn kämpfen kann, weil ich mag sein Design super gerne. Ich finde seine Quest auch eigentlich ganz nett. Die ist vielleicht ein bisschen überflüssig, aber ja, okay. Das Grimmkind ist halt echt süß. Und ich weiß nicht, das Publikum im Hintergrund ist ziemlich cool. Seine Art zu sprechen ist richtig cool. Und seine Musik ist so gut. Die ich auch schon kannte, weil die bei uns im Auto nämlich in der Playlist drin ist. Also ich glaube, Grimms Musik ist für mich die beste im Spiel. Die ist schon richtig gut. Und generell auch so dieses Rot-Schwarz sieht einfach richtig geil aus, nur der hat schon ein festes Muster. Man muss halt herausfinden, wie man dem ausweichen kann, aber das kann man schon. Hm? Ich weiß nur nicht, wann ich ihn treffen soll. Das ist eher so meine Sache gerade. Ja. Die Frage ist, das muss ich behalten. Das ja. Grimmkind, ja. Das darf ich auch nicht, ablegen. Also statt der Kampf nicht. Ah. Früher am Anfang, als der DLC noch neu raus war, war das egal. Da konntest du auch ohne Grimmkind den Kampf starten. Dementsprechend hast du mehr Platz für Talismane gehabt, aber danach wurde das irgendwann gemacht, dass du es zwingend haben musst. Ich habe eine Frage. Mhm. Ich nehme an, wenn ich sie dir gestellt habe, wirst du nur lachen als Antwort. Hat man Zeit, sich zu heilen bei Grimm? Nach manchen Angriffen schon. Der lässt einem schon Zeit, ja? Finde ich. Das heißt, Schnellfokus wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Wenn du rausfindest, wo du die Zeit hast, dann denke ich schon, dass du mal eine Maske heilen kannst. Okay, dann versuchen wir es erstmal mit dem Standard-Set und gucken dann mal weiter. Ja, es ist schon gemein, ne, dass du jetzt nicht noch mein unzerbrechliches Herz, hieß das, glaube ich, dass ich das nicht noch mitnehmen kann, ne? Das wäre schon nett gewesen. Joa. Dann gucken wir doch mal, wie der so funktioniert. Ging ich jetzt eigentlich nicht davon aus, dass wir heute noch Grimm machen, aber wir versuchen es einfach mal. Noch kann ich den halt überhaupt nicht einschätzen. Geht der sofort auf mich los, wenn ich jetzt da reinlaufe? Er verbeugt sich dann nochmal. Ich könnte ihn bestimmt auch schlagen, während er sich verbeugt. Könntest du? Die Sache ist, im Laufe der Zeit habe ich auch das ein oder andere Hollow Knight-Meme mal irgendwo gesehen. Mhm. Und aus irgendeinem Grund wurde das immer gememt. Nach dem Motto, man solle ihn nicht schlagen, wenn er sich verbeugt. Das habe ich tatsächlich sehr oft gesehen, dass Leute geschrieben haben, dass man das nicht tun soll. Kannst ja einmal ausprobieren. Killt er mich?
Ja, probier's einfach aus. Okay. Aber muss er jetzt jedes Mal wieder sein? Wobei, er redet wenigstens nicht. Ich weiß nicht, ob es halt... warum? Warum ist er plötzlich ein Kugelfisch geworden? Ich glaube, die Phase packt er aus, wenn du ihn anhittest. Wenn er sich verbeugt. Okay. Wie gesagt, ich habe das irgendwie nur sehr oft gesehen. Die ist ja auch hier nervig. Kann ich einfach hindashen? Aber ich finde einfach aus Höflichkeit schlägt man ihn einfach nicht. Das stimmt. Springt er einmal nach oben, okay. Da kann man ihn eigentlich... Nein, der Kugelfisch! Warum ist er... Warum? Weißt du, so alle anderen Angriffe sehen einfach so richtig elegant aus und dann... Puff! Okay. Aber es ist schon irgendwie witzig, dass er, wenn du ihn schlägst, einmal so macht und dann gleich die schwere Kugelfischphase auspackt. Mhm. Okay. Aber der ist cool auf jeden Fall, nur halt natürlich nicht so einfach. Aber... Ich finde, da hat auch eher sowas von Hornet oder dem Mantisfürsten. Der hat schöne, klare Attacken. Sehr eindeutig. Kündigt er auch an. Du kannst ihm eigentlich echt sehr gut ausweichen, wenn du die lernst. Die Sache ist, ich habe das Gefühl, du kannst Grimm besser ausweichen, als dass du ihn treffen kannst. Ja, gut. Aber ich muss halt erstmal so ein bisschen lernen, ne? Hi. Sieht immer aus wie so eine Spinne, dieser Angriff für mich. Hm. Ah, okay. Also hier kann man, glaube ich, schon auf ihn zudashen. Macht er danach immer das Feuer? Hier ist der Drill, da könnte ich ihm auf den Kopf springen. Wenn ich schnell genug bin. Okay. Wieder das Feuer. Da sind die Dinger, wo ich mich zu viel korrigieren sollte. Und dann kommt er aber von zwei Seiten auch. Da kann ich ihn gut. Mhm. Oh, hallo. Okay. Willst du bitte nicht meine Leiche noch durchbohren? Das ist. Cool, auf jeden Fall, aber auch wieder was, wo man echt erstmal reinkommen muss. Ja, ich habe mich mit verbeugt. Ich fand das höflich. Wenn er das schon macht. Was denn? Also Grimm ist schon cool. Stimmt, ja, stimmt, das Alcornon ist eine Raupe. Oh no! Grimm ist schon cool, ja. Mhm. Ah, da kommt er nach vorne. Nach oben. Feuer. Nach oben, Feuer in meine Fresse.
da dasht er nach vorne. Vielleicht sollte ich auch mal wieder mal dashen, oder? Dodge. Die kommt auch sofort in meine Fresse. Vielleicht sollte ich da doch versuchen, eher drüber zu springen. Aber solange er sie ankündigt, machen sie mir auch keinen Schaden. Wieso hat der erste mich nicht getroffen? Das war scharf an mir vorbeigeflogen. Ha. Huh. Ich lerne zumindest bei jedem Versuch irgendwas Neues über den. Ich glaube, dass man bei den ersten Versuchen sehr oft stirbt, ist nicht ungewöhnlich. Ich würde mich auch verbeugen. Ja! Und zurück. Aber es geht eigentlich von der Strecke her. Also klar, du musst immer wieder von der Bank hierhin eben. Weil ich glaube, hier drin kannst du auch keinen Teleportpunkt machen. Und für das bisschen jetzt teleportieren ist irgendwie auch eher so ein bisschen, ne? Ein bisschen verschwendet. Ja. Ja, aber dauert die ganze Animation wahrscheinlich auch länger, als das eigentliche Laufen. Ich mache einfach das Gegenteil wie bei Radiance. Da habe ich den Stick immer direkt nach oben gedrückt, noch bevor der Kampf losging, um auch schön direkt meinen Streak zu machen. Hier drücke ich ihn auch direkt nach unten, um mich auch schön zu verbeugen. Ich muss da echt lernen, nicht so viel zu korrigieren. Und da auch nicht. Und da, ja. Wir können uns auch einfach einmal von allem treffen lassen. Und auch nicht. Schießt er die immer auf der gleichen... Was habe ich denn mit diesem Feuer? Auf der gleichen Höhe, frage ich mich. Ich wollte eigentlich gerade schon fragen, hast du dank Radiance vergessen, wie man heilt? Ja, es ist echt so. Du hast teilweise echt schon einige Gelegenheiten, dich zu heilen, aber irgendwie nutzt du sie nicht. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich akkurat. Ich habe dank Radiance wirklich vergessen, dass man sich in diesem Spiel heilen kann. Ich versuche einfach gerade den ganzen Kampf ohne Heilen zu machen. Weil das irgendwie gar nicht mehr so in meinem Kopf drin ist. Naja. Ja, man kann... Oh, ich hätte vielleicht mal kurz abbrechen sollen. Man kann Grimm natürlich auch vor dem Endboss machen, aber ich wollte eigentlich schon gerne die ganzen DLC-Sachen mit Ausnahme des Schwarmritters, weil der halt nachträglich so reingepatcht wurde, schon eigentlich gerne vorher machen. Hinterher? Ich weiß nicht, wie ich meinen Satz angefangen habe. Ihr wisst, was ich meine. DLC ist auf jeden Fall nach dem Endboss. Da muss ich irgendwie drüber springen. Vielleicht eher das. Ich habe vor allen Dingen vergessen, wie schnell man sich tatsächlich heilen kann, wenn man Schnellfokus drin hat. Aua. Aua. Aua! Ich bin doch noch nicht so weit. Ja, da springt er hoch. Da sollte ich ihm nicht auf den Kopf springen. Ich habe richtig viel Zeit zum Heilen. Da sollte ich... Da sollte ich dashen. Da sollte ich nicht versuchen, ihn irgendwie hoch zu springen. Und da sollte ich aber so gucken, dass ich nicht in den dritten wieder reinspringe und nicht zu nah an Grimm dran stehen. Okay. Nein, nicht der Kugelfisch! Boah, ich konnte diese Phase doch schon... Boah, die Phase war furchtbar! Ich habe mich von allem einmal treffen lassen. Die Phase konnte ich doch beim Hollow Knight schon nicht. Also ich glaube, ganz hinten in der Ecke zu stehen, war keine gute Idee. Ist da Stick to the Kugelfisch vielleicht sinnvoller? Probier's aus. Das sowieso.
Das sind doch alles immer nur rhetorische Fragen. Wenn ich Toho spielen möchte, spiele ich Toho, nicht Hollow Knight. Keine Ahnung, ob ich Phase 1 damit jetzt geschafft hatte, ehrlich gesagt. Macht er den Kugelfisch erst in Phase 2? Wobei man auch nie weiß, wie viele Phasen der eigentlich hat. Na? Bin ich die Einzige, die sich eigentlich immer verbeugt vor ihm? Das hätte ich, glaube ich, eigentlich auch immer angreifen lassen. Hätte ich jetzt aus Erinnerung gesagt. Nicht angreifen lassen, verbeugen lassen. Nein, nicht nach oben. Und im besten Fall nicht in die Flammen, aber irgendwie habe ich es damit noch nicht. Echt? Ich weiß auch nicht, ich kann super schlecht einschätzen, wo die Flammen rauskommen. Ja, da muss ich höher dashen. So. Und dann geht er wieder hoch und dann... Dann geht er auch wieder hoch. Das Feuer geht immer ein bisschen versetzt. Bringt das eigentlich was, ihn hier anzugreifen? Ja, ist quasi ein Stun. Warte mal, Stick to the Grim. Na, Stick to the Grim ist halt auch... Ah, die Phase ist super schwierig für mich. Weil klar, du kannst natürlich dashen und bist dann unverwundbar. Aber... kannst ja auch nicht dauerhaft machen. Deswegen ist halt so die Frage, was da die schlauste Taktik ist, weil da muss er halt schon innerhalb von kürzester Zeit eigentlich sehr viel ausweichen. Ich frage mich auch, ob der einfach platzt, wenn ich ihn angreife. Also ob ich die Phase tatsächlich einfach beenden kann, wenn ich ihn angreife, oder ob ich halt so und so lange durchhalten muss. Aber irgendwie platze ich meistens, bevor ich ihn zum Platzen bringe. Würde auch der Hollow Knight oder Hornet für Smash reichen und damit Grimm Musik? Das wäre schon irgendwie ziemlich cool. Nein. Ich habe irgendwie totale Probleme mit dem Feuer. Aber er platzt nicht. Ich finde, dass er richtig hart gefacetankt in dem Moment. Ja. Danach kriege ich jetzt nichts mehr geschissen, aber das ist schon okay. Nein, er macht nochmal den Kugelfisch! Huh. Also es ist unter ihm kein wirklicher Safe-Spot, weil er da auch wieder hinkackt. Du kannst ihn halt facetanken, aber das möchte ich ja eigentlich nicht. Was ist denn sinnvoll in der Kugelphase? Weil der Kugelfisch ist halt schon anstrengend, ne? Aber ich denke mal... Die Sache ist... Wie viel nützt mir der robuste Panzer in der Kugelfischphase? Ich überlege halt, ob es irgendeinen Talisman gibt, der dafür sorgen könnte, dass ich nicht so oft von dem komischen Feuer getroffen werde in der Kugelfischphase. Aber ich glaube, alles, was so um mich herumschweben könnte, also das Traumschild oder auch den Gestank oder so, ich glaube, das wehrt halt kein Feuer ab, weil es nicht unbedingt als Minion gilt, ne? Oder? Ja, der Traumschild könnte die Kugeln abblocken.
Aber der geht ja auch nur einmal so um mich herum. Der ist ja auch nicht die ganze Zeit da, ne? Du musst ihn schon in die Richtung lenken, wo der blocken soll. Man muss ihn lenken? Nee, also der dreht sich ja um dich herum. Also musst du schon dich immer so positionieren, dass du quasi ein Schild in die Flammen lockst. Ja. Das ist schon anstrengend. Ich frage mich halt, ob der robuste Panzer uns eventuell helfen könnte. Gerade in dieser Phase, wenn ich vielleicht schnell hintereinander in die Flammen reinlaufe. Ob das vielleicht helfen kann. Nur dann ist halt die Sache, wenn der robuste Panzer mit drin ist, was man dann dafür rausnimmt. Schnellfokus finde ich halt viel zu praktisch für den Kampf. Ich weiß nicht. Was ist in dem Kampf wichtiger, schnell schlagen zu können oder weit schlagen zu können? Ich habe das Gefühl, ich könnte eigentlich auf beides verzichten. Also es klingt jetzt doof, aber ich springe ja eh auf ihn zu und schlage ihn einmal und das war's. Ich muss ja nicht zwingend schnell schlagen können, um ihn einmal kurz in die Fresse zu schlagen. Manchmal kriegst du auch zwei Schläge hin. Deswegen frage ich mich, was jetzt wichtiger ist, schnell oder lang? Hm. Probier es einfach aus. Ich weiß auch nicht, ob der robuste Panzer halt überhaupt so viel hilft. Grimkind sieht gerade aus wie so eine glückliche Katze, oder? So vom Gesicht her. Seht ihr das auch? Die Dach-Dach-Augen. So Dach-V-Dach. Ah, jetzt sehe ich's. Oder Dach-W-Dach. Oh no! Aber so richtig. Genau, dass das Chip schreibt. Ja. Ne, can never be unseen. Ja. Wisst ihr, was aber auch das Gute ist? Dadurch, dass jetzt alles, was kommt, DLC und optional ist, ist es nicht so, dass ich es machen muss, um das Spiel zu schaffen. Das ist tatsächlich auch sehr angenehm. Er steht direkt vor mir, das ist auch nett. Ach ja, das springt dann nach oben. Ja, nach oben. Ei! Ich wollte ihm auf den Kopf springen. Wieso treffe ich ihn nicht mehr? Vielleicht machst du nur einen Kopfschaden. Aha. Und dann hast du ihn einfach nur mit dem Shriek einfach so weit getroffen. Jo, das war smart. Das war auch nicht so smart. Im Moment, wenn du deinen A-Knopf zum Heilen drückst, aber du keine Heilung hast. He's no soul, man. Schon. Ich bin auch schlau. Bin hier einfach in seinen Schritt reingelaufen. Aber es wird. Ich habe nur ein Problem mit der Kugelfischphase. Du könntest sie einfach triggern und üben, indem du ihn einfach direkt am Anfang schlägst. Was? Also ich kann ihm nur am Kopf Schaden machen, scheinbar. Weil ich habe ihn ja gerade ein paar Mal von unten halt geschlagen und es hat nichts gebracht. Deswegen macht der Shriek halt auch Schaden. Zumindest sah es so aus, als würde der Schaden machen. Nur das Problem ist halt, unter ihm habe ich das Gefühl, kommen noch viel mehr Kugeln. Ja, da kommen die halt raus. Na? Das heißt, da zu stehen ist jetzt auch nicht so smart. Und ich glaube, es ist auch nicht abhängig davon, wie viel Schaden er in der Phase nimmt. Sondern die ist halt so und so lang.
Das heißt, der Schlüssel ist wahrscheinlich wirklich einfach auszuweichen. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer so meine Stärke, wenn Sachen auf mich zugeschossen kommen. Mal gucken. Bin ich die Einzige, die sich vor dem eigentlich verbeugt? Nee, oder? Das ist schon höflich. Das ist vielleicht gar nicht so unklug. Nicht, wenn ich in der Ecke stehe, junger Mann. Ich sag dir nicht, wenn ich da in der Ecke stehe. Je nachdem, was meine Reichweite ist, könnte der Doppelsprung da tatsächlich helfen. Muss der eigentlich immer so direkt vor meiner Fresse stehen? Also ich weiß, er will mich töten, ne? Aber... Ich will ja nur eine Show mit dir leisten. Stimmt, das war ja eigentlich sein Ziel. Hi! Ich sollte nur mir abgewöhnen, in ihn reinzulaufen. Die Frage ist, was ist in dieser Phase hier schlauer? Draufhauen oder heilen? Sehr interessant aus. Da sollte ich nicht hochspringen. Seinen Kopf verfehlt. War schon mal besser. Das war nicht so schlau. Einfach einen Schritt zur Seite gegangen und ausgewichen. Ja. Da habe ich ein bisschen zu lange geheilt. Hat das eigentlich irgendeine Auswirkung, was in dieser Zwischenphase passiert? Das ist ja wieder eine Distanzphase. Ach so. Wenn du triffst, gut, wenn nicht, dann okay. Nicht. Ich
Ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen wie bei manchen Zelda-Bossen ist, dass du ihn nur in der Phase bekämpfen kannst. Das ist auch so genug Schaden. Nein. Nice! Habe ich ihn besiegt? Du bist noch kein Zeichen eingeblendet. Also, dass er im Verzeichnis drin ist. Unten links, das macht mich gerade skeptisch. Nice! Ist es richtig, dass unten kein Zeichen ist? Kommt das vielleicht erst? Rede mal mit ihm. Bravo, mein Freund. Höre den Applaus der Menge. Sie haben schon lange nicht mehr so eine Darbietung gesehen. Okay, kann man anscheinend doch. Wir müssen übersehen. Ach so, dann habe ich vor lauter anderen Dingen das nicht gesehen. Nice! Der Kampf war richtig cool. Mhm. Der hat richtig Spaß gemacht. Yay! Also wie gesagt, Grimm finde ich vom Design her richtig cool. Diese schwarz-rote, seine Musik ist so gut. Die hört man leider beim Spielen selbst nicht ganz so gut, wenn man so konzentriert ist, aber trotzdem. Und dass er das wirklich so als Vorstellung ansieht, finde ich halt cool. Und man kann ihn halt wirklich gut lernen. Also gerade wenn die Dinge aus dem Boden kommen, kann man sich echt gut heilen. Und ansonsten auch das mit dem, wenn er diese Kugeln auf einen zuschießt, dass man mit dem Doppelsprung einfach drüber springen kann und nicht mit dem Dash vielleicht unbedingt. Der Kugelfisch ist ein bisschen hart. Also der ist nicht so, alles was mich anspuckt ist nicht mein Freund. Habt ihr glaube ich schon gemerkt in diesem Projekt. Grimmschlund, Radiance, Grimm, also alles was spucken kann ist eher so, yikes. Aber es hat doch eigentlich ganz gut geklappt, hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Also Grimm würde ich schon mit den Mantisfürsten auf eine Stufe stellen. Das ist ein richtig, richtig cooler Kampf. Mhm. Auf jeden Fall. Und Dankeschön euch. Schau her, wie unser Kind durch die Hitze unseres leidenschaftlichen Tanzes gewachsen und gestärkt worden ist. Bin ich jetzt die Mutter oder wie? Ihr beiden werdet zusammen sicherlich viele Tragödien wie auch Triumphe erleben. Und so neigt sich unser großes Ritual dem Ende zu. Wirst du weiter die Flamme ernten, obwohl du doch jetzt sicherlich den Pfad sehen kannst, den uns erhält? Unsere scharlachroten Augen werden dich gespannt beobachten, Freund. Okay. Geh hinaus in die Dunkelheit. Ernte die letzten glühenden Reste der Asche dieses Königreichs. Kehre dann zu mir zurück und wir vollenden unseren Tanz. Kann ich das aufmachen? Mhm. Ah, das ist mein Talisman-Sockel, oder? Mhm. Nice. Danke für den Kampf. Der war cool. Der hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, die ganze Inszenierung ist richtig geil. Ich meine, ich finde ihn nicht so einfach. Also der ist schon ein bisschen schwieriger. Aber du kannst ihn gut lernen. Definitiv. Und er ist sehr viel offensichtlicher als Radiance für mich. Und er macht nur eine Maske Schaden. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Und ich habe wieder gelernt, man kann heilen zwischendurch. Das habe ich wirklich legitim einfach vergessen. War ein echt cooler Kampf, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.